Guten Morgen, ich liege hier wieder in der Hängematte und zwar in so einem kleinen Waldgebiet. Ja, bin gerade noch fleißig die Kommentare am Lesen von euch. Vielen Dank dafür, dass ihr mich so unterstützt mit den Kommentaren. Ja, schaut mal, wie meine Aussicht hier ist. So sieht's hier aus. Richtig herrlich. Also ein richtig schönes Waldgebiet. Schaut mal, wenn ich nach oben gucke. Wunderbar. Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Ja, die Nacht habe ich ganz gut geschlafen. Einmal bin ich mal wach geworden. Und da habe ich mal so hier in den Wald gelauscht. Und da war absolute Stille. Also das, ja, habe ich so, glaube ich, die Erfahrung auch noch nicht gemacht, dass es ganz ruhig war. Also man hat nichts gehört. Noch nicht mal irgendwie ein Rascheln oder so. Oder sonst hört man in der Ferne immer ein bisschen was von der Stadt oder Autobahn. Ne, war absolut ruhig. Ja, bin ich natürlich auch direkt wieder eingeschlafen dann. Und heute Morgen, ihr hört es vielleicht, durch das Vögelgezwitscher dann wieder aufgewacht. Schaut mal, mein Anhänger genau hier hingestellt, damit ich da aus der Hängematte raus reingreifen kann. Sehr praktisch. Naja, ja, ich werde jetzt mal zusammenpacken. Ich bin jetzt in Bad Laspe und ja, hier ist der Rewe. Da gehe ich jetzt erstmal was einkaufen. Schaut mal, das ist jetzt meine Ausbeute. Ja, Wasser natürlich wieder aufgefüllt. Hier so ein paar Nudeln, da kann ich einfach mit heißem Wasser die mir fertig machen. Gummitierchen dürfen natürlich nicht fehlen. Müsste mir jetzt hier noch so ein ganz billiges USB-Feuerzeug holen. Hab das eigentlich nur geholt, weil hier dieses Micro-USB-Kabel drin ist, denn ich habe eine alte Powerbank und ja, die hat noch Micro-USB und ich habe kein Ladekabel dabei.
Powerbanks sind jetzt alle angeschlossen und werden auch schon geladen, obwohl ja keine Sonne ist, aber beide laden jetzt mit so 5, 6 Watt. Das sollte erstmal ausreichen. Erstmal Mittagspause. Sieht so aus, als käme da irgendwie oben Wasser raus. Hier bilden sich so eine Art Tropfsteine. Schaut mal. Hier vorne, da gibt es so einen kleinen Brunnen. Da kommt Wasser raus. Ja, und ich habe direkt mal die Wäsche hier gewaschen. Ja, und dann habe ich noch einen Defekt entdeckt. Und zwar an meiner Schweißkonstruktion. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Hier hat sich schon ein kleiner Riss gebildet. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie gut das noch hält alles. Ja, unten drunter sieht eigentlich noch gut aus. Die Frage, ob der Riss weitergeht und mir das Ganze irgendwann mal abreißen kann. Ja, ich meine, es ist ja noch an drei anderen Streben fest. Muss ich halt jetzt ein bisschen vorsichtig fahren. Aber ich denke, bis Kassel werde ich ja wohl noch kommen. Ist natürlich nicht so toll, aber ja, was soll ich machen? Ich habe jetzt auch nicht so viel an Werkzeug mit. Also ich könnte jetzt höchstens ein bisschen Tape oder sowas drum machen. Aber ja, mal schauen, ob das, wie weit ich jetzt noch damit komme. Ja. Und dann habe ich noch einige Zeckenbisse gehabt. Ja, die habe ich natürlich dann direkt rausgezogen. Aber auch nicht so toll. Ja. Ich habe ja hier noch so Leukosil gehabt. Also so, ja. Pflaster, Gewebeband und jetzt habe ich mir eine Astgabel gesucht und habe das hier alles verklebt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Schaut mal. So sieht jetzt die professionelle Reparatur aus. Hab keine Ahnung, ob das was bringt. Ist auf jeden Fall ja, bombenfest. Und ja, ich werde jetzt mal weiterfahren. Ganz knapp. Meine Güte. Oh. Ja, an die Brücke kann ich mich noch dran erinnern. Die war vor 2 Jahren schon so verengt. Da bin ich ja auch nur ganz knapp durchgekommen. Tja, so ist das. Ich bin jetzt in Kernbach und zwar hier auf diesem kleinen Rastplatz. Da war ich vor 2 Jahren auch. Da gibt es hier vorne noch so eine kleine Fischtreppe. Tja, also mit der Fischtreppe ist natürlich schön, aber die ist natürlich auch relativ laut. Ja, und es gibt hier nicht so viele Bäume,
war welche, aber ja, die sind zu weit auseinander. Ja. Deswegen mit Hängematte aufbauen ist hier schlecht. Da muss ich eventuell noch weiterfahren. Naja, ich mache erstmal ein Päuschen und überlege nochmal. So, ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, dann noch weiterzufahren. Und ja, ein Grund ist, dass es hier kein LTE gibt. Und dann kann ich natürlich auch gleich das Video nicht hochladen. Deswegen, ich fahre jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter. Und ja, mal gucken, wie weit ich dann noch fahre. Tja, bisher habe ich noch keine gute Stelle gefunden. Hier hinten sind zwar schön viele Bäume, aber da ist halt auch die viel befahrene Straße. Ja, und hier hinter mir, da ist direkt die Eisenbahnlinie. Na, muss ich noch mal ein bisschen weiterfahren. Ich bin immer noch unterwegs auf der Suche nach einem schönen Schlafplatz. Ja, ist leider nicht so einfach heute. Hier sind überall Schienen oder Autoverkehr. Und ja, ich fahre noch ein bisschen weiter. Und ob ich einen guten Schlafplatz gefunden habe, das seht ihr dann im nächsten Video. Also, macht's gut. Ciao, euer Andreas.